Noch ein Frosch, der irgendwie auf dem Wasser... Das ist ein Jesusfrosch! Heiligt dem Jesusfrosch. Wenn mir das Schild es verbietet, habe ich da keine Möglichkeit zu. Tja, immer diese Schilder. Ich habe auch einen blauen Punkt gerade durch irgendwas erhalten. Das ist interessant. Sollte ich das nicht zuerst in der Church bekommen? Komische Bewegungen. Und damit herzlich willkommen zurück zu Graveyard Keeper. Wir starten immer wieder direkt rein in unser Playthrough. Wir müssen den Friedhof auf Vordermann bringen. Wir brauchen Clay. Wir brauchen Stone Repair Kits. Wir, keine Ahnung, müssen durch die Gegend laufen und Sachen suchen. Hey, ein Iron Bar ist noch nicht fertig. Ja, also wir haben ja letztes Mal schon ein bisschen angefangen, den Friedhof auf Vordermann zu bringen. Uns fehlen dafür jetzt Stone Repair Kits, wofür wir Clay brauchen, wo ich noch keine Ahnung habe, wo ich das herbekomme. Aber das war ja unser Plan, das heute herauszufinden. Ansonsten haben wir natürlich ein paar Quests. Davon, welche machen können, steht auch noch in den Sternen. Ich laufe jetzt einfach mal Wege, die ich vorher nicht gelaufen bin, in der Hoffnung, dass ich hier irgendetwas finde, was mich auf Clay bringt. Was ist das denn hier? Need a Technology, war ja klar. Aus den Steinen kriege ich das wahrscheinlich nicht. Clay, wo kriegt man Clay her? Eigentlich doch aus Gegenden, die ein bisschen wasserhaltiger sind, sag ich mal. Das brauchen wir, um die Brücke zu repairen. Das könnten wir sogar schon machen. Gehen wir doch mal zurück und holen uns die erforderlichen Materialien. Noch einmal genau gucken, was ich alles dafür brauche. Eine Wooden Plank. 4 Flitches und 8 Nägel. 1, 4, 8. Okay. Jo, dann brauchen wir Nägel. Nägel mal 2. Wieso habe ich direkt 8 bekommen? Oh, man bekommt direkt 8. Naja, dann habe ich zu viele gemacht. Aber wir brauchen ja bestimmt eh noch mehr. Wir brauchen auch Holz. Das heißt, wir müssen mal ein paar Bäume fällen gehen. Ich frage mich echt, ob die nachwachsen. Weil wäre irgendwie schade, wenn ich jetzt hier alle Bäume fälle und dann habe ich hinterher, ja, nichts mehr hier rumstehen. Vielleicht sollte ich auch mal die Stümpfe stehen lassen. Ich lasse mal den einen Stumpf stehen und guck mal, was dann passiert. Vielleicht wächst es dann nach. Was komisch wäre, aber man weiß ja nie. So, wir brauchen wieder ein bisschen Feuerholz. Aber als erstes craften wir mal Flitches. Kriegen wir direkt 6 Stück. Ist alles hier so eng. 4 Stück brauchen wir. Brauchen eine Plank. Feuerholz konnten wir hier machen. Jetzt regnet es auch noch. Na super. Brauchen wir direkt mal ein bisschen mehr. Müssen eh wahrscheinlich gleich schlafen gehen. Dann können wir direkt noch ein bisschen Eisen schmelzen. Und gute Nacht. Fällt mir ein, eigentlich wollte ich das Spiel auch mit Controller spielen. Damit man die Tastatur nicht mehr so hört. Dünn. Und jetzt können wir mit Controller spielen. Es ist wesentlich besser für den Stream. Auch wenn ich jetzt erstmal die Steuerung... Naja gut, mir wird ja alles vorgegeben. Okay, hier hau ich. Gut zu wissen, erstmal direkt ein bisschen Energie verschwendet. Haben wir jetzt nicht sogar den Tag, wo der Cleric oder der komische Typ, Kirchentyp da wieder kommen soll? Ja gut, das ist... Diese Brücke ist repariert, aber naja, sie sieht nicht aus wie vorher. Finde ich hier irgendwo Clay? Ich sehe Eisen. Bei im Sumpf muss es doch auch Clay geben. Was haben wir hier für ein Schild? Komme ich da hin? Unser Typ ist es sich anscheinend zu fein, durch den Matsch da zu gehen. Ach hey, stell dich doch nicht so an. Der hat echt keinen Bock, darüber zu gehen. Meine Güte, es ist ja wie ein Labyrinth dann hier. Oh, hier haben wir einen Teich zum Angeln. This is a fishing spot like others you can find in the village river swamp and sea. Need a fishing rod. Ja gut, haben wir in der Tat nicht. Meine Güte, was ich hier für eine Strecke zurücklege und das alles nur, um zu diesem einen Schild zu kommen. Zu dem ich wahrscheinlich jetzt eh nicht mehr komme. Frosch, noch ein Frosch, der irgendwie auf dem Wasser... Das ist ein Jesusfrosch! Heiligt dem Jesusfrosch. Kann auf dem Wasser laufen, was haben wir denn da? Etwas, wo wir anscheinend auch nicht hinkommen. Boss hier einfach kaputt. Meine Güte. Als ob du da nicht herlaufen kannst. Stell dich doch nicht so an. Und selbst wenn es da ein bisschen nass ist, dann mach dir halt deine Füße nass oder spring darüber. Meine Güte. Laufen wir hier so eine Spirale, ey? Unser Typ ist sich echt zu fein für solche Sachen. So, wir haben endlich das Schild gefunden. Craft? Build the... Danke. Das sagt ihr mir jetzt, wo ich hier bin, dass ich den ganzen Weg zurücklaufen muss wieder, dann die ganzen Materialien holen kann und dann wieder dahin laufen kann. 3 Planks und 6 Flinches. Den Nägel haben wir. So, guten Tag, Loto. Oh, way, I'm Spirit. I'm not a spirit, I'm the keeper at the local graveyard. Are you sure you're real? Not 100%, but pretty sure. And who are you?
That's a damn good question. I've been trying to figure that out for a couple weeks now, and I have a few theories. Do I look more like a witch or a fairy princess? What do you think? Naja, also um ehrlich zu sein, sieht sie eher wie eine Witch aus, das habe ich mir auch gedacht. Ich würde jetzt sagen, ich gebe ihr ein Kompliment, aber ich weiß nicht, ob sie vielleicht sogar wie eine Witch aussehen will, als ob das so eine sarkastische Frage ist. Und wenn das sarkastisch gemeint wäre, dann wäre das ziemlich beleidigend, wenn ich Fairy Princess sage. Ich weiß es nicht. A Witch? I suppose you're right. I'm too smart to be a princess. Ah, okay. Anyway, I need your help. I remember nothing. I just woke up with this note in my hand. In case you lose your memory, just boil the cauldron with the incense and the bee. Bring the results. All ingredients should be in the cauldron already. Good luck from your past, you. Did you try it? Is there a cauldron lying around? No. Aber vielleicht ist er auch im Haus. Neither do I. So we have two options here. You can either make me this potion. It shouldn't be too hard. Or you can bring me a new cauldron and get the ingredients for me. Where can I find a cauldron? Oh, I'll need a big one. A good blacksmith might know how to make one. You help me and I'll help you. Okay. Blueprint, Burning Witch. Was? Das ist ein Gemälde, oder? Also, das sehe ich richtig, ne? Nicht, dass wir jetzt die Möglichkeit erlangt haben, sie zu verbrennen. Kommen wir ins Haus rein? Nö. Deswegen, der Cauldron ist vielleicht im Haus. Hast du da mal geguckt? Jetzt muss ich den ganzen Weg wieder zurückgehen. Und Clay habe ich auch noch nicht gefunden. Wir müssen auf jeden Fall dran denken, wenn wir das nächste Mal zu ihr gehen, dass wir die Materialien für die Brücke mitbringen. Wo bin ich überhaupt hergekommen? Von hier, glaube ich. Die Sache ist, es ist eher hier nicht mal ein wirkliches Labyrinth. Es ist wirklich einfach nur eine Spirale. Kann anscheinend noch weiter hier rüber gehen. Ich habe noch keine Ahnung, wo wir hier rauskommen. Nirgendwo. Sehr schön. Och, Mensch. Wir gelaufen hier in diesem Spiel. Es ist auch noch dunkel, jetzt sehe ich nicht mal was. Und jetzt kommen wahrscheinlich gleich Fledermäuse. Greifen mich an. Was habe ich hier eigentlich für eine Blume? Hiccup Grass. Na super. Ist das ein Mittel für oder gegen Hiccups? Ich meine, sehe ich anhand meiner Fußspuren, wo ich hergekommen bin. Was mir aber auch nicht viel bringt, weil ich so ungefähr überall hergelaufen bin. Aber okay. Fishing Pond hat auch einen ziemlich scheiß Spot, ehrlich gesagt. Weil der weder nah an der Brücke ist, noch nah am Anfang des Sumpfes. Gut, ich brauche immer noch Clay. Da oben, das sind, glaube ich, normale Steine, wie es aussieht. Aber wir können mal gucken, wenn wir sie abbauen. Im Dunkeln sieht ja jetzt sowieso alles ein bisschen anders aus. Ja, gibt nur Steine. Hier ist noch ein Fishing Pond. Und was ist das hier? Heat Technology, okay. Wie komme ich an Clay? Das ist auch, glaube ich, keine Technology direkt. Ich sehe es zumindest nicht. Vielleicht sollte ich mal Tools erlernen. Blockage können wir auch freiräumen, theoretisch. Wir können schon viel freischalten mit dem, was wir haben. Aber ich weiß halt nicht, inwiefern mir das was bringt. Swamp, Witchsland. Aus der Stadt kommen wir ja nicht raus, weil überall Schranken sind. Ich kann ja schon mal ein bisschen hier den Friedhof aufräumen. Die restlichen Energie, die wir gerade noch so haben. Kriegen wir auch richtig schön viele grüne Punkte. Warte mal. Steht vielleicht bei den NPCs? Ja, da steht, wann die da sind. Der kommt, der Bishop kommt in dieser lilanen Sonne. Es dauert noch ein wenig. Haben wir den Tag wohl verpasst, aber ich weiß auch noch nicht, ob wir da schon die Quality hatten. Okay, keine Energie mehr. Da wächst hier ein neuer Baum. Ich glaube, der wächst da wieder. Ich meine, das wäre einer von denen, die wir gefällt haben. Das können wir aber auch überprüfen, wenn wir mal hier oben hingehen, wenn die auch noch kleinere sind. Oder sind die sogar schon gewachsen? Ich weiß nicht, hatte ich die nicht schon gefällt? Ich glaube, die wachsen nach. Das ist sehr gut. Weil dann brauche ich mir nämlich keine Gedanken darüber machen, wenn ich die einfach so fälle. Dann werde ich auch immer wieder neue Bäume haben und immer wieder Holz. Oh, schon lange keine Leiche mehr bekommen. Nicht, dass es mich stört, nur so eine Feststellung. Was brauchen wir nochmal hier unten, um die Sachen wegzuräumen? Das hier würde mich interessieren. Keine Ahnung, was das da ist. Kann ich auch nicht drüber habern. Muss ich mal gucken.
Andere beide könnten wir machen, also die Planks und die Scharniere, die haben wir ja schon. Iron Ingot ist fertig, schmeißen wir direkt den nächsten rein. Hier, Wood Witch, können wir auch machen. Wenn wir jetzt noch ein paar Flitches machen, machen wir direkt ein paar mehr. Ein paar Wooden Planks machen. Was ist das denn hier? Hier ist noch was im Weg. Zack. Auch freigeräumt. Hat sich hinter einer Säule versteckt. Können wir uns den Weg hier freicraften. Oder räumen. Und dann können wir mit dem komischen Banditen hier reden. Hold still! Who are you? I'm the graveyard keeper and prior of this church. Mind your business. I have a dagger and I'll gladly use it. Try to threaten him. Ich habe keine Ahnung, was wir da brauchen, um ihn zu convincen. You may have a dagger, but I have a sword. Okay, but you should know I fight like a beast to the death. I'm ready to die, are you? On the one hand, he looks dangerous, but on the other hand, I'm definitely not ready to become a murderer yet. Yet. I won't fight you, but stay away from my property here. I've no use for rotten flesh and old books. Gut, hier brauchen wir etwas, was wir noch nicht herstellen können. Ist hier überhaupt lang? Ich finde das auch gut, dass es eigentlich überhaupt keinen Unterschied macht, ob wir jetzt das eine oder andere freigeräumt haben. Aber naja. Ah, hier sind Leitern. Wo kommen wir denn da raus? Ledge is closed for now. Es sind bestimmt Shortcuts in die Stadt. Es ist sehr schön. Kann ich direkt mal den Blacksmith fragen, der jetzt wahrscheinlich nicht wach ist, ob der ein bisschen Play für mich hat. So, wenn man 80 Freundlichkeit mit dem hat, kann man nachts einfach vorbeischauen. Dann stört den das nicht mehr. Fresh Eggs. Trade. Ja, ich könnte die auch einfach mitnehmen, ne? Ist ja keiner da, der es überwacht. Hier ist noch ein Fishing-Spot. Was ist das hier? Keine Bäume fällen. Okay. Kann ich anscheinend auch nicht. Weil mir das Schild es verbietet, habe ich da keine Möglichkeit zu. Tja, immer diese Schilder. I smell something tasty and smoky. The Gypsy Baron. If you're looking for someone to read your palm, you should go to the town. Everybody there is scrambling to earn enough to buy a scrap of bread. Hier ist wieder so eine Schranke. Da kommen wir noch nicht durch. Richtige Festung. Ich glaube, Clay haben wir ja auch nirgendwo. Kann ich auch hier nur normale Steine. Was ist denn mit ihm hier? Er sieht aus wie der Steinmetz. Oder er steht zumindest vor dem Haus des Steinmetzes. I'm Cory. I'm the graveyard keeper. Nice to meet you. If you need some stone materials, I'll be happy to help you. For wooden materials, you can visit my brother Tress. Hast du Clay? Kein Clay. Das könnte Clay sein. Ich kann es nicht ganz erkennen. These items are locked until the vendor gets to tier 2. Ja, und wie kriege ich ihn auf tier 2? Wenn ich Sachen verkaufe oder kaufe oder whatever. Hier kannst du ja ein paar Steine haben. Die wachsen bestimmt auch nach. Dann kriege ich mein bisschen Geld. Ja, könnte ich von ihm die Sachen kaufen und... Keine Ahnung. Es lohnt sich irgendwie dann nicht so, den auf tier 2 zu bringen. Hier ist Honig. Kann ich aber so direkt nicht nehmen. Und hier. Ich soll ja diesem einen Bekloppten da 5 Honig bringen. Hier haben wir Heu. Whatever you're selling, I'm not buying, even if it's drugs or magic elixirs. I'm just looking around, I don't know what's happening, but everyone is telling me that I'm a graveyard keeper. Oh, then you're even worse than those shifty traveling merchants. I must say, your whole profession is a fraud, and I don't like you. Now that I've made my position clear, we can do business. Was? Ja gut, aber du... Ja, brauche ich nichts von dir. Essen. Gut. Ich bin ja irgendwie nie hungrig. Was auch dafür spricht, dass das Ganze eher ein Traum ist. Was geht da unten ab, ey? Sieht aus wie ein Schlund zur Hölle. Mehr Honig. Aber da ist kein Honig bei der Wabe. Bei dem Bienenstock. Irgendwo muss ich doch Clay herbekommen. Das kann doch nicht sein. Wenn es für Stone Repair Kits gebraucht wird, wirkt das wie so ein total simples... Ja, Item eigentlich, was man überall herbekommt. Keine Energie mehr. Na super. Kann ich mitbekommen, dass ich die so stark aufgebraucht habe. Irgendwie fällt mir so gerade auf, dieser Luftpuster, ich weiß gerade nicht, wie man den professionell nennt, sieht aus, als hätte der ein Smiley-Gesicht. So refreshed. Was können wir hier eigentlich noch so bauen? Sehr viele Sachen. Aber ich glaube nichts, was wirklich sinnig wäre. Woher kriegen wir Clay?
Gucken wir nochmal in den Technologien nach. Ich meine, wir könnten Advanced Foraging machen. Glas. Aber wir lernen einfach mal. Früher oder später brauchen wir es ja eh. Hier ist auch nichts mit Clay. Bei Gardening könnte ich mir das halt auch noch vorstellen. Create Honey, Gathering Beewax. Das klingt doch auch ganz gut. Da wir ja Honig brauchen. So Low-Cost-Sachen können wir sowieso erlernen, denke ich mal. Hierfür brauchen wir schon für viele Sachen Flower Points. Oh, Important Parts. Kostet 30 grüne Points. Ja, machen wir das doch. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Leiche. Da können wir so ein Gehirn, Herz rausnehmen, Intestines. Hier haben wir Rezepte. Aber eigentlich müsste man meinen, Clay wäre hier auf jeden Fall irgendwo bei. Und ich habe irgendwie das Gefühl, ist es vielleicht hier unten? Keine Ahnung. Weil ich glaube nicht, dass das nach Precious Materials oder Related Ores oder sonst was kommt. Das wäre sehr merkwürdig. So ganz am Ende ist so Clay. Irgendwas fehlt uns. Wir können Tools herstellen jetzt. Sind das denn bessere Tools als die, die wir haben? Geh mal davon aus, ansonsten wäre das ja relativ unsichtig, die zu craften, oder? Können sogar auch alle herstellen. Wenn irgendwo meine Tools angucken. Hier sind sie ja. Das ist die Eggs, ja. Können wir die mal austauschen? Das gleiche können wir auch mit Shovel und Pickaxe machen. Und dann hatte ich auch schon keinen Inventarplatz mehr. Das heißt, wir packen die alten Sachen hier mal in den Trunk. Die Storys auch, weil ich nicht weiß, was es damit auf sich hat im Moment. Dann hier so ein anderes Zeug, was wir gerade nicht brauchen. Honig müssen wir auch erstmal 5 Stück zusammenkriegen. Können wir denn noch irgendwann einen besseren Hammer machen? Hier wahrscheinlich auch bei Smithing irgendwo. Ja, wir haben Steel, aber gibt es nicht auch ein... Gibt es erst einen Steel-Hammer? Ja, woher kriege ich Clay? Kann immer noch nicht die Bäume fällen. Dafür brauche ich immer noch eine Technologie. Wahrscheinlich die Woodcutter-Technologie. Für viele Sachen brauche ich jetzt auch schon blaue Punkte. Im Endeffekt müssen wir auch erstmal auf den Bishop warten. Ah, guck mal, die Bäume wachsen hier echt neu. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall diese Baumstümpfe rausnehmen, damit die neu wachsen können. Und in der Zwischenzeit, während wir auf den Bishop warten, würde ich sagen, können wir einfach mal ein bisschen Holz farmen und sowas. Da haben wir auf jeden Fall etwas vorrätig. Inquisitor Rev, just seen the Inquisitor right nearby, going up the path to Witch Hill. Oh, sorry, kill me or even worse. Calm down, I go distract him. Ja, diese Quest kriege ich jeden Blur-Tag. Aber ich weiß halt immer noch nicht, wo der ist. Wenn wir uns die Map angucken, da hinten links ist ja Witch's Land, aber nicht Witch Hill. Und abgesehen davon war die Brücke bis vor kurzem auch noch kaputt. Kann ja hier gar nicht sein. Eigentlich. Theoretisch. Praktisch. Aber ich habe keine Ahnung. So viele Pfade, die ich belaufen kann, gibt es ja auch nicht. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass der Inquisitor durch diese ganzen Schranken durchkommt. Ich weiß immer noch nicht, was ich für eine Technologie brauche, um den Sand hier auszuheben. Ich könnte mir halt vorstellen, dass es hier... Ich meine, es klingt eigentlich mehr nach Sand als Clay, aber ich könnte mir vorstellen, dass ich da auch Clay herbekomme. Vielleicht sollte ich die Blockage hier mal aus dem Weg räumen. Kann ich ja eigentlich machen. Vielleicht geht es da nach Witch Hill hoch. Ich weiß zwar nicht, was mir das bringt, aber naja. Was brauche ich eigentlich für eine Angel? Stimmt die auch irgendwo bei Technologies? Oder so? Farming vielleicht? Vielleicht muss ich eine Angel auch einfach irgendwo kaufen. Kann ich mir gar keine herstellen? Vielleicht kann ich auch schon eine herstellen? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass wir den Inquisitor nicht finden. Wir brauchen auf jeden Fall erstmal Wood Billets. Sodass wir jetzt Wood Wedges machen können. Mir ist nervig, dass man hier nicht zwischenherlaufen kann. Dann benötigen wir noch, ich weiß ehrlich gerade gesagt nicht, ob wir Nägel oder Iron Parts benötigen. Aber wir haben sowieso nicht genug Energie. Naja, gehen wir auch erstmal wieder schlafen. Brauchen wir noch ein paar mehr Simple Parts. Und wir haben ja hier noch einen Iron Bar, aus dem wir dann noch Nägel machen können, falls es die waren, die wir brauchten. Können wir noch ein paar Flitches machen. Und ein paar Wooden Planks, weil wer weiß, worauf wir noch so stoßen. Ich glaube, dann fälle ich jetzt aber erstmal noch ein paar Bäume und gehe dann wieder schlafen, weil andernfalls habe ich eh nicht genug Energie für andere Sachen, die ich so treibe. Die andere Sache ist, Bäume wachsen zwar nach, aber wie sieht es mit Steinen aus? Wenn man die Logik von Stardew Valley anwendet, wachsen Steine auch nach. Weiß aber nicht, wie das in dem Spiel hier ist. Steine sehe ich noch keine neuen. Aber vielleicht gibt es hinterher eine andere Möglichkeit, um Steine zu farmen. Na gut, gehen wir erstmal schlafen wieder. So, dann gucken wir noch jetzt mal, ob wir die Blockage da freiräumen können. In der Hoffnung, dass der Weg dann zu Clay führt. Wenn ich es bezweifle. Irgendwas übersehe ich wahrscheinlich, wie man an Clay kommt, aber naja. Ich frage mich auch sowieso, warum wir Materialien brauchen, wenn wir einfach nur den Steinklopf hier aus dem Weg räumen, aber naja. So, wo kommen wir denn hier hin? Wird das auf der Map jetzt schon angezeigt oder muss ich hier noch hochlaufen erst? Forest near the river. Gut, was auch immer das bedeutet. Was ist das denn hier? Ich kann hier den Tisch reparieren.
Ist hier eine Mine oder sowas? Das ist eine, ja, eine Marmormine. Da sind wir aber noch weit von entfernt. Aber gut, dass wir den Weg schon mal freigeschaltet haben. Hey, wir haben endlich wieder eine Leiche. Das hat lange gedauert. Allerdings sind wir auch gerade ein bisschen weit weg von zu Hause. Was haben wir hier? Es ist eine... The mine is full of toxic gases. If only I could find someone who doesn't need to breathe. Ah, ja. Da weiß ich, worauf das hinauslaufen wird. Aber davon sind wir auch noch weit entfernt. Ich weiß nicht, wie weit, aber auf jeden Fall noch ein bisschen. Endlosen Wege. Ich kann es gar nicht erwarten, bis ich die nicht mehr selber laufen muss. Also ich hoffe, dass es irgendwann eine Möglichkeit gibt. Wir obduzieren jetzt erstmal diese Leiche. So, und die Hand haben wir vielleicht mal etwas besser. Indem wir zum Beispiel erstmal Blut extracten. Ich glaube, das war positiv. Das hat jetzt irgendwie nicht so viel gebracht, aber ich glaube, wir haben es auch verkackt. Wir müssen Fett entnehmen. Das war positiv. Und ich glaube, alles andere ist eigentlich eher schlecht. Auch wenn ich gerne so ein Gehirn, ein Herz und ein paar Organe entnehmen würde. Aber wir wollen ja einen schönen Friedhof haben. Deswegen nehmen wir den erstmal so mit. Wir brauchen eine neue Gravesite. Hätte sich das überhaupt ausgedacht, dass wenn eine Gravesite 3x3 Felder groß ist, dass das hier nur 8 Felder groß ist. Dass das schön nicht teilbar ist. Richtig sinnig. Los, schmeiß ihn da rein. Könnten wir jetzt noch einen Grabstein draufsetzen. Müssen wir aber auch erstmal craften. Ist aber auch, glaube ich, gerade erstmal nicht nötig. Gar keinen Eisenbarren nachgelegt. Greifen mich wahrscheinlich gleich wieder die Fledermäuse an, wenn ich hier zu nah hochgehe. Oh, ich habe auch einen blauen Punkt gerade durch irgendwas erhalten. Das ist interessant. Sollte ich das nicht zuerst in der Church bekommen? Naja. Schlafen wir mal ein bisschen. Aufpassen, dass wir nicht den ganzen Tag verschlafen, weil wir müssen ja noch mit dem Bischof reden. Aber ich glaube, das sollte passen. So, Herr Bischof. Was sagen Sie denn zum Friedhof? Fix the graveyard. I was definitely right about you. I hereby pronounce you official keeper of this holy place and prior of this church. Let's arrange your first sermon. Oh, das konnte ich nicht so schnell lesen. So just stand at the pulpit and speak the words. Welche Wörter? Oh, na gut, what words? The words. Actually, you can say whatever you want. Um Baguette de Croissant. Paris, Portemonnaie. You know, this place is so bad. Put up some extra decorations, some nice candles, music, incense. Get all oiled up for a nice mess, sir. Long story short, all this stuff will help you to get more faith, and faith is power. Das klang gerade nicht nach Faith, das klang eher so in die andere Richtung. Aber okay. Great Prayer of Faith. Ach, das sind die Dinger, die wir für den Dieb brauchen. Perk, Preacher. Casual Prayer. Not praying. Lecture Sermon. Casual Prayer. Craft, okay. Ah. Hey, the force be with you. Oh, not too bad, but my sermons are much better. You should really prepare for your next ceremony. Ja gut, dann können wir ihn auch einfach umbringen und dann sind wir der Bessere. I think the last prior kept some books with some wonderful words in the church library. You'll probably find some weird stuff in there too. One of the keepers was engaged in scientific research. You can throw all that stuff out. Print study table, gathering old books. Perk curious mind. I'll spread word about your next ceremony. Maybe next week someone will show up. By the way, as prior, it's now your duty to perform a weekly ceremony on... Well, I can sell you some useful accessory for it. Also, I have a small task for you. Just talk to me when you're ready. Oh, I have to get out of here. The air is so dry, my skin can't take it for long. But now, my son. Okay. Eine Chest können wir machen. Na super. Hier kriegen wir Money. There's nothing here. Jetzt ist er weg.
From Head of Royal Treasury Department, we are happy to congratulate you on the reopening of the church and the graveyard. Also, we are pleased to inform you that by using these lands, you have become a subject of royal law. All on-ground structures remain property of the Holy Church. However, all surface land and buildings that sit no deeper than one royal leap, four royal spit, as dictated by the ancient contract, belong to the royal family and the town. Through this mailbox, you may now access a vast array of services provided by the Royal Treasury Department. Your taxes may also be paid by mail. Have a nice day, and remember, King Joel the Seventh loves you. Okay, hier können wir das halt und so eine Erlaubnis abholen, Leute auszubuddeln. Citizen, rightful citizen, aristocrat. Das muss ich dafür bezahlen, dass ich jetzt ein Citizen bin. Kann ich mir die Royal Stamp holen? Die 50 Silber kostet, ach du Scheiße. Billing Permission kostet 20 Silber. Rightful Citizen kostet 3 Silber. Haben wir so viel gerade? Scheint. Okay, sehr gut. Rightful Citizen Papers. Town Pass. Trade License. Die müssen wir kaufen. Und Aristocrat. Ich denke mal, das sind Gold und keine Kupfer. Ja, das dauert wahrscheinlich etwas, bis wir das zusammen haben. So ein Royal Stamp. Ja, das wäre ja auch eine Möglichkeit eventuell. Keine Ahnung, aber wir kennen ja auch jemanden, der das faken kann, also brauchen wir eventuell gar nicht so viel dafür bezahlen. Vor allem, weil ich nicht weiß, ob man das jedes Mal bezahlen muss. Guten Tag, Donkey. Wenn wir Fleisch haben. It looks like you're doing all right here. Yes, yes, I just opened the church. So now you are everything here? Yes, I guess. Congratulations, you're a lucky man. You've acquired all this capital, your work for yourself. You're a true capitalist now. This world has no such reward for a hard-working donkey like me. Ethan, you are benefiting from my cheap labor. I fear I cannot call you comrade any longer. But I won't just lie down and take it. Here's a little present just for you. Eine Leiche, na super. So, what? Are you a cleric now? It seems so. I don't remember anything after my death. Maybe there's nothing there. Or maybe I just forgot everything. Amnesia can be a useful skill. You know what I mean, my friend? Probably. I don't know. Wieder eine Autopsie durchführen. Red Blood, yes. So eine schöne Leiche, die dürfen wir nicht verschandeln. Dann entfernen wir noch das Fett. Und jetzt haben wir eine wunderschöne Leiche. Hey, Buddy. Die kann uns richtig viele Punkte in der Quality vom Graveyard einbringen. Wir brauchen eine neue Gravesite. Der kommt einfach mal hier ganz oben hin. Zack. Ein mit dir. Und zuschaufeln. Burial Certificate. Der muss dann aber auch richtig schönes Stone-Grab bekommen und so. Der Donkey hat mir hier hingeschissen. Das war sein Geschenk. Na super. Und ich kann das hier nicht aufsammeln, was auch immer es ist. Ich muss erstmal was wegbringen. Es ist kein Clay, leider. Gut und Fett kann hier erstmal rein. Brauch neues Holz. Firewood. Not enough resources, ja. Hat mich schon gewundert. Ich dachte, so viel hatte ich doch gar nicht. Aber naja, erstmal das ganze Firewood hier reinstecken. Dann können wir auch weiter schmelzen. Jetzt können wir das aufsammeln, was auch immer uns der Esel hier hinterlassen hat. Carrot Seeds. Gar nicht so schlecht. Auch wenn wir dafür ein bisschen Scheiße durchwühlen mussten. Aber die können wir hier direkt einpflanzen. Das hätte ich erst gewusst, habe ich direkt 3 Felder ausgelegt dafür. Ganz viele Carrots. Mehr als 12 Carrots, aber naja. Das sind ja schon 12 Carrots in einem von diesen Feldern. Müssen wir die auch irgendwie bewässern oder so? Haben wir Water? Das können wir aber nicht usen. Keine Ahnung. Just try. Nehmt ja nur Inventarplatz gerade weg.